Beleben. Nicht Zeit. Güter, das Licht ist verschwunden. Sie haben die Stadt eingenommen, den Reisenden in Fesseln gelegt. Die Rotlegion vernichtet wehrlose Hüter. Wir müssen hier irgendwie raus. Notfallübertragungen rein. Treffpunktkoordinaten. Sie evakuieren den Planeten. Wir sind auf uns allein gestellt. Kräfte hatten sie keine Chance. Das hätten wir sein können. Güter, wenn du stirbst, ich kann dich nicht wiederbeleben. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wieder dieser Falke. Folgt er uns? Oder folgen wir ihm?
Sieh mal an. Hier hat wohl einfach jemand einen Hüter vergessen. Das verheißt nichts Gutes. Gutes Timing. Auf geht's, Leute! Aber warte. Wohin geht ihr? Wir verschwinden von hier. Der Falke. Er gehört dir. Ich bin Hawthorne. Und das ist Luis, unser bester Pilot. Wie steht's? Kommt ihr mit? Dann brauchst du die hier. Dann mach dich mal nützlich, Hüter. Okay, Leute, starten wir. Das wird ein langer Flug. Siehst du, Reisender, all meine Taten? Schenke mir dein Licht. Nimm deinen Platz in meinem Reich ein. Ich und die Rotlegion werden deine wahren Hüter sein. Dominus, die Stadt ist gesichert. Wir jagen die Flüchtigen. Und wer geblieben ist, wurde eliminiert. Der Sieg, wie auch alles andere, ist dein allein. Dieser Sieg gebührt dir wie mir, alter Freund. Nun bleibt uns nur die Fertigstellung des Käfigs und diese große Maschine. Dann können wir ihre Macht extrahieren und sie rechtmäßig nutzen. Sie nennen sie der Reisende. Ich würde behaupten, dass andere Zivilisationen bessere Namensgeber wären. Ihre Funktionen können kontrolliert und ausgenutzt werden. Das haben wir bewiesen. Und doch sehen sie sie als Gott. Dominus. Gaul. Wir haben gemeinsam, du und ich, für den Aufbau unserer Gesellschaft gesorgt und unser Volk neu geformt. Wir mussten retten, was durch Kalus Gier und Verderb zerstört war. Nichts in diesem Universum ist größer als du. Der Rotlegion gebührt die Macht dieser Maschine und du wirst Imperator sein. Was mehr kann der Dominus wollen? Ich will mit meinem Gast sprechen. Du bist also der, der für den Reisenden spricht.